Vielen herzlichen Dank, Dennis und Christian, für diese spannenden und auch provokativen Worte, die wir jetzt gerne im Panel mit unseren vier Experten vertiefen wollen. Ja, liebes Publikum, ob der Mensch als Kunde tatsächlich in den Hintergrund rückt und wie gesagt die Fäden für Low-Involvement-Produkte einer Maschine abgeben wird, was für Gefahren unterwegs auf uns lauern und das, was das konkret fürs Business bedeutet, ja, diese Fragen klären wir jetzt mit unseren vier Experten. Auch euch, liebes Publikum, kommt eine wichtige Rolle zu. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, auch eure Fragen zu platzieren im Panel. Also bitte haltet die im Kopf. Und gegen Ende des Panels habt ihr dann die Möglichkeit, mit Handzeichen eure Fragen zu stellen. Als erstes bei mir im Panel begrüße ich den Group Head Digital der Lalic Group, der renommierte Experte für Einkaufserlebnisse und digitale Transformation, begleitete auch in der Vergangenheit bereits wichtige Führungsfunktionen im Bereich Brand Experience und digitale Transformation bei der Emmi und der KPMG. Kommt eine Luxusmarke wie die Lalic wirklich am digitalen Kunden vorbei? Freut euch auf eine spannende Diskussion mit Marcel Hertlein. Mein zweiter Gast kennt die Commerce-Branche wie wohl praktisch kein anderer. Andy ist Product Manager Digital Services Total Store bei der Migros, weltweit anerkannter Top-Speaker und Retail-Experte sowie gefragter Keynote-Speaker. Sein Wissen hat er sich in unterschiedlichen und bedeutsamen Rollen bei namhaften Unternehmen angeeignet. Wie wird sich die Commerce-Branche verändern? Mein nächster Gast kennt Antworten. Einen großen Applaus für Andy Baldauf. Ja, der dritte Gast im Bunde kennt die aktuellen Herausforderungen und Chancen rund um Commerce wie seine eigene Hosentasche. Während den letzten rund 20 Jahren hat er unter anderem als Managing Director der Mediacum das Kundengeschäft verantwortet, ein Travel-Startup für Millennials aufgebaut, so wie bei der die Migros-Gruppe, also die Fachmärkte der Migros, sowie Interio neu positioniert und ins Zeitalter des Omnichannels geführt. Heute ist er selbstständiger Berater und Interimsmanager. Einen großen Applaus für Markus Bettler. Und die Runde wird geschlossen von einem bekannten Gesicht, und zwar vom Global Chief Digital Experience der Zülke. Christian leitet ein Team von über 120 Designerinnen und Ingenieuren und mit seinen über 25 Jahren Berufserfahrung setzt der Präsident von UX Schweiz sich insbesondere dafür ein, dass Unternehmen geholfen wird, Technologien für nutzerzentrierte Erlebnisse zu entwickeln. Ein Applaus für Christian Moser. Ja, liebe Gäste, wir haben es von der KI direkt selbst gehört. Wer in Zukunft nicht in 50 Millisekunden, also wir sprechen da nicht von Sekunden, Millisekunden, eine Preis- und Bestandesabfrage beantworten kann, wird schlicht einfach nicht mehr relevant sein. Ja, wie gelingt einem denn das als Unternehmen, Markus? Ja, ich glaube, aus meiner Warte, das mitunter Wichtigste ist, get the basics done. Was meine ich mit den Basics? Meine Erfahrung hat gezeigt, dass eben die Prozesse und Systemlandschaften quasi komplett digitalisiert sein müssen, dass das eben in der Praxis wirklich einwandfrei funktioniert, um so eine Abfrage dann beantworten zu können. Konkretes Beispiel vielleicht dazu. Neulich hat mir ein CEO eines namhaften Schweizer Unternehmens auf meine Frage hin, was die größte Herausforderung in der Digitalisierung 2024 wohl bei ihm sei. Und ich hätte Artificial Intelligence und vieles mehr erwartet, mir erzählt, dass es darum geht, erstmal ein neues ERP-System zu implementieren, um eben dem gerecht werden zu können. Ich glaube, das zeigt ganz schön, dass wir bei den Basics beginnen müssen, aus meiner Warte. Und da haben einige von uns noch einiges zu tun oder vor uns. Also das ist gar nicht mal so fancy, wenn du von der Einführung eines ERP-Systems sprichst, aus der Erfahrung oder dem Gespräch mit dieser Person. Ja, wie geht man denn konkret Step by Step vor, um eben diese Get the Basics Right, diese Sache oder diese Dinge anzugehen? Was würdest du da sagen, Marcel?
Ja, ich glaube, wichtig ist es einfach mal in diese Richtung zu planen und zu denken und vor allem auch zu experimentieren. Oder ich glaube, wir sehen in vielen Firmen, dass man heute gar noch nicht bereit ist für diese Möglichkeiten, die wir heute hier sehen. Und ich denke, hier ist es vor allem wichtig, ein Umfeld zu schaffen im Unternehmen, wo diese Experimentierfreudigkeit auch vorgelebt wird, indem dass man neue Projekte lanciert, indem dass man in Innovationen investiert und so eigentlich auch die Herausforderung oder die Challenges, die wir hier sehen, einfach auch akzeptiert und probiert anzugehen. Mhm. Auf dieses Thema würde ich gerne später nochmals zu sprechen kommen. Wir haben gehört, oder es ist offensichtlich, Maschinen sind digital absolut rational, also eigene Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Präferenzen spielen eine sehr untergeordnete oder gar keine Rolle mehr. Sie sind deutlich schneller als Menschen, wenn es um Entscheidungen geht und wie gesagt voll digital. Ja, in der Vergangenheit oder bis heute gibt es große Marketingabteilungen, die sich eben um das Kundenbedürfnis kümmern, um eben diese Bedürfnisse aufnehmen zu können und dann entsprechend die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Ja, was heißt denn das für all diese Marketingabteilungen? Müssen die bald ihre Tore schließen? Andi, wie siehst du das? Das Wichtige ist, dass wir Daten verstehen. Das ist das eine Grundlegende und dadurch auch den Kunden wirklich zu verstehen. Natürlich sind 80% der grundlegenden Einkäufe irgendwo transaktional und die sind immer im Standard. So muss ich aber wissen, was 20%, wo emotional getrieben ist, wie ich dort eben Kunden erreichen kann. Und aus dem Grund glaube ich heute und morgen nicht, dass keine Leute Marketing brauchen. Es braucht vor allem gezieltere Rollen und Rollen, wo eben Daten analysieren, getrieben können und A und B miteinander verknüpfen können, dass eben die Experience wirklich zum Vorschein kommt. Mhm. Ja, Experience, das ist auch insbesondere im Premium-Bereich, im High-End-Bereich sehr wichtig. Ich könnte mir vorstellen, auch bei euch, bei Lalik. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben im Intro gehört, Low-Involvement-Produkte könnten vermehrt durch Maschinenkunden verwaltet werden. Was heißt das konkret jetzt für euch, Marcel? Gibt es da Geht ihr auch davon aus, dass der Kaufentscheid in Zukunft von Maschinenkunden erzielt werden? Ja, ich denke, grundsätzlich werden alle Branchen von dieser Entwicklung betroffen sein. Ich glaube jetzt insbesondere in der Luxusgüterindustrie, wo wir zu Hause sind, vermutlich einfach mit einem entsprechenden Verzug, weil wir verkaufen natürlich Emotionen, wir verkaufen Handwerkskunst. Für die, die das nicht wissen, Lalik ist im Kristall-Business tätig. Wir verkaufen Parfums, wir ermöglichen Gastro- und Hotelerlebnisse und das sind alles sehr emotionale Themen natürlich. Oder? Und ich glaube, hier spielt die menschliche Komponente immer noch sehr stark mit. Wenn du dir vorstellst, eine Kristallvase zum Beispiel zu designen, dieses Produkt muss ja auch die Geschichte der Marke transportieren, die DNA der Marke transportieren. Und ich glaube, hier ist der Mensch immer noch im Vorteil gegenüber der Maschine. Aber ich denke durchaus, dass Maschinen uns auch hier helfen werden, effizienter zu werden und Produkte zu designen, aber vor allem auch in nebengelagerten Teilen unseres Business. Also ganz, es wird klar, dass der Wandel immer schneller und vorangeht und uns eigentlich am Ende des Tages alle betrifft. Christian, ich würde gerne die Frage an dich stellen. Ja, wie rasch wird sich denn dieser Markt, ich würde sagen, revolutionieren? Ich gehe davon aus, dass das sehr schnell passieren wird, weil wir sind irgendwo an einem Zenit des digitalen Noise angekommen. Es gibt sehr viele Notifications, E-Mails, Benachrichtigungen, die jeden Tag auf uns einprasseln. Und die künstliche Intelligenz hat halt das Potenzial, diesen digitalen Lärm zu drosseln und mehr Qualität und mehr personalisierte und natürliche Erlebnisse zu schaffen. Das heißt, auch der Zugang zur digitalen Welt wird humaner, verständlicher und natürlicher. Und das, glaube ich, die Technologie kommt zur rechten Zeit und deshalb gehe ich davon aus, dass die Adaption sehr schnell stattfinden wird.
Ich hätte zu einem späteren Zeitpunkt diese Frage vorbereitet, aber ich glaube, jetzt passt sie fast besser. Wir haben, ja, es gibt immer Leute, die weniger und mehr digitale Affinität mitbringen. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass Leute, die heute vielleicht abgehängt werden, wenn man so will, dass die wieder mehr Zugang zur digitalen Welt bekommen. Das ist absolut so. Wir gehen davon aus, dass durch diese Large Language Models, die jetzt wir bringen den Computern bei, die menschliche Sprache zu verstehen, den menschlichen Kontext zu verstehen. Und über Jahrzehnte mussten wir Menschen die Sprache des Computers lernen und das kehrt jetzt. Und durch das machen wir die digitale Welt zugänglicher und natürlicher. Sie wird sich in unseren Alltag einbetten, stärker als heute, aber versteckter, sodass das Digitale weniger raussticht gegenüber dem physischen Menschlichen. Markus, einverstanden? Absolut. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir vor allem jetzt auch hinsichtlich beispielsweise der Positionierung von einer Brand oder von einer Marke eher noch mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert werden, nämlich dahingehend, dass eben diese Identity extremst wichtig ist, mitunter aus dem Grund, weil ja immer auch zumindest initial der Mensch irgendwo der Impulsgeber und der Entscheider ist für eine Transaktion. Ja, also das wird ja nicht weggehen. Zum Zweiten werden wir damit konfrontiert werden, dass wir halt mit den Schnittstellen zur Maschine auch interagieren müssen, hier eine Kundenbeziehung mit dem maschinellen Kunden aufbauen müssen. Und das bringt einiges an Herausforderungen mit sich, Stichwort Kundenzentriertheit beispielsweise, die halt eben möglicherweise anders verlaufen wird, als das mit dem klassischen Konsumenten, den wir heute haben, in der Anführungsschlusszeichen physischen Welt stattfinden wird. Du sprichst davon, eine Kundenbeziehung zum maschinellen Kunden aufzubauen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie kann ich denn als Unternehmen eine Beziehung zu einer Maschine aufbauen? Andi, wie muss man sich das vorstellen? Die Beziehung haben wir ja heute schon. Ich glaube, das nächste Gerät, das wir überhaupt haben, ist das Smartphone. Das ist das erste Gerät, das wir morgen in die Hand nehmen und das letzte, das wir weggeben. Also wir haben das Gerät häufiger in der Hand wie unseren Partner. Und wenn man das mal als Grundlage nimmt, ist das eine ganz wesentliche Komponente. Und wenn man jetzt das irgendwo als menschlich oder maschinengetriebene Interaktion nimmt, da kommt eben noch viel, viel mehr Wissen dazu. Vorne im Eingangslot haben wir das ja irgendwo gesehen. Die Maschine lernt ja mich einerseits durch mein Verhalten kennen, durch meine Präferenzen und nach ja, Device-System lernt das eben noch viel, viel mehr und am Schluss ist das kombiniert mit meinem Smart Home irgendwo und wird eigentlich noch viel, viel weitreichender. Und wir sind heute in einer Kombination dann, wo die Maschine mehr weiß wie über mich. Das haben wir langfristig über Google gesagt. Jetzt wird das aber noch viel, viel globaler und noch viel, viel weitreichender. Und ich glaube, ein Punkt, wo du vorhin auch erwähnt hast, vorhin haben wir gehört, die Bevölkerung wird immer älter. Irgendwann haben wir vielleicht auch Sehschwächen irgendwo. Das sind heute ist ungefähr ein Neuntel der Bevölkerung hat Sehschwächen. Die haben irgendwo mit digitalen Devices, insbesondere mit Voice ist das der Fall, haben ja weitaus mehr Möglichkeiten. Also ich muss nicht mehr zwingend ein Gerät bedienen können. Und ich sage, Kinder können heute schon digitale Devices bedienen, sie können aber noch nicht schreiben. Und das widerspiegelt und zeigt die Sprache, dort sind wir viel, viel früher dran. Und das wird global eine weitaus höhere Interaktion ermöglichen, als wie uns das heute wahrscheinlich bewusst ist. Das habe ich mir gar noch nicht überlegt, dass ich mein Handy mehr in der Hand halte als meinen Partner. Das ist irgendwie tragisch, aber das ist wirklich tatsächlich so. Ich würde gerne noch hin zu dem physischen Einkaufserlebnis, das man heute immer mal noch hat, wenn man in die Innenstadt geht, beispielsweise zum Lädele. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wird es mittelfristig gar keine physischen Ladenflächen mehr geben? Marcel? Doch, ich glaube schon, dass es das weiterhin geben wird. Als Unternehmen wird man aber vermehrt diese Erlebnisse kreieren müssen. Oder? Also man muss irgendwie probieren, die Leute in die Läden zu bringen und ihnen dort einfach einen zusätzlichen Mehrwert zu geben, den sie so
oder den wir in der digitalen Welt nicht eins zu eins replizieren können. Oder ich glaube, wir probieren ja immer mehr auch im Kontext des Omnichannel-Managements eine durchgängige Journey aufzubauen für die Käufer oder die potenziellen Käufer unserer Produkte. Aber ich glaube, der physische Handel wird weiterhin sehr stark notwendig sein, um Firmen und Marken und deren Geschichte erlebbar zu machen. Gerade in emotionalen Produktkategorien, wie wir es sind, wird das extrem wichtig sein. Wir probieren eigentlich so, unsere wichtigsten Kunden neu zu denken, als mit einer Art Community-Ansatz. Also wir probieren diese VIPs oder diese wichtigen Kunden wie Teil der Marke werden zu lassen. Oder? Also wir probieren ihnen Erlebnisse zu bieten, wie zum Beispiel Cocktailpartys, wo wir sie einladen, für die neue Kollektion zu erfahren. Wir haben Degustationen natürlich, wir haben irgendwie Workshops, wo sie mit unseren Parfümeuren und Parfümeurinnen zusammenarbeiten können und so wirklich eine Art Teil der Marke werden. Und ich glaube, wenn man vor allem so im High-End- oder Premium-Segment unterwegs ist, ist das eine gute Möglichkeit, um weiterhin auch Traffic in die physischen Ladenlokale zu bringen. Ich glaube, das ist ziemlich gut nachvollziehbar für High-End und diese Premium-Produkte, wie ihr sie verkauft. Marcel, was bedeutet das, wenn ich jetzt eine Marke, ein Unternehmen in der Marketing-Abteilung führe, die beispielsweise WC-Papier verkauft? Also wie muss ich denn jetzt diese Kundenbindung für diese Low-Involvement-Produkte stärken und weiter bearbeiten? Christian? Ich glaube, wenn wir über Low-Involvement-Produkte sprechen, das ist immer eine persönliche Wahrnehmung. Also wenn ich das Beispiel vom Bleistift nehme, dann ist typischerweise ein Low-Involvement-Produkt. Es gibt aber die Künstler, die halt diesen ganz speziellen Bleistift kaufen, der von einem speziellen Brand kommt und da steckt eine Geschichte oder eine Qualität dahinter, dann ist es ein High-Involvement- oder Higher-Involvement-Produkt. Aber für viele wird das WC-Papier ein Low-Involvement-Produkt bleiben. Und dort muss man sich als Unternehmen ganz bewusst überlegen, wo spiele ich und wo kann ich gewinnen, oder? Also wenn der Trend Richtung Convenience geht, Richtung digitale Assistenten und das Klopapier in Zukunft darüber bestellt wird, dann muss ich meine Strategie so ausrichten, dass ich halt dort attraktiv bin für diese Maschinenkunden und halt ein Teil meines Businesses dann über diesen Kanal abgewickelt wird. Wir haben bislang stark auch über die Chancen dieses Wandels gesprochen. Ich würde gerne auch noch kurz eintauchen in die Risiken. Man kann sich vorstellen, das Thema Datenschutz, Datenqualität, Datensicherheit wird relevanter. Was bedeutet das konkret? Also was muss ich jetzt denn im nächsten Schritt als Marketingabteilung tun oder als Unternehmen generell, als Marke, um da auch diesen Sicherheitsaspekt beleuchten zu können? Markus? Ja, ich denke, da verändert sich einiges ziemlich tiefgreifend. Es geht darum, Risiken zu minimieren und auch gewisse Sicherheitsleitplanken hochzuziehen. Du hast jetzt einige Aspekte schon angetönt. Wir haben Datenschutzgesetze, die werden sich auch nochmal signifikant verändern. Hier geht es ja um den Personendatenschutz, kennen wir. Einwilligung, Informations- und Deklarationspflichten beispielsweise. Ich sehe aber auch bei der Datensicherheit das Thema der Gewährleistung und zwar holistisch auch angepasst auf diese neue Welt, die auf uns zukommt. Hier geht es ja um unbefugten Zugriff beispielsweise. Da geht es um Diebstahl oder Missbrauch, also quasi wirklich Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Dann ganz oft unterschätzt wird auch die interne Awareness, dass quasi halt auch die Belegschaft wirklich Bescheid weiß, mit was ich hier konfrontiert bin, wo ich eben auch ein Auge drauf haben muss. Regelmäßige Sicherheitsaudits haben die meisten von uns wahrscheinlich schon implementiert, das wird an Bedeutung gewinnen. Und letztlich auch ein Incident Response Plan, dass ich im Prinzip weiß, wenn halt ein Incident eintrifft, wie ich vorgehen muss und dass ich nicht erst dann beginne, mich mit einem Problem auseinanderzusetzen. Tönt alles sehr logisch, ist aber was, wo man sich eigentlich systemisch darauf vorbereiten kann, in meinen Augen. Ja, in diesem Zusammenhang, wir haben es auf der Hauptbühne zu Beginn gehört, oder nein, wir haben es hier gehört, Entschuldigung, Daten ist das neue
Gas. Wie kann man denn als Unternehmen die Schritte machen, um eben diese Datenqualität bereitstellen zu können, um eben in diesen 50 Millisekunden dann auch bereit zu sein? Andi, was muss ich jetzt dann konkret machen? Also ich muss einerseits die richtigen Grundlagen haben, also alle Datenpflege, Qualitäten durchbringen, die richtigen Systeme und am Schluss eben die Verbindung aus dem. Du hast jetzt gerade angesprochen, das richtige Wissen und Mindset ist elementar für das. Wir haben es auf der Hauptbühne wirklich vorhin gehört, die 6 Erkenntnisse, die zeigen und widerspiegeln, dass eben viele Unternehmen noch gar nicht bereit sind, trotz dass man schon zig Jahre digitalisieren oder digital transformieren. Und das zeigt eigentlich aus meiner Perspektive, dass wir zwar irgendwo unterwegs sind auf der Reise, aber noch sehr, sehr viele Hürden vor uns haben, um eben auch die Qualität zu liefern und auch gewisse ethische und datenschutzrechtliche Aspekte, wo jetzt du eben auch schon erwähnt hast, die sind in der Kombination eben elementar. Und darum, auf da muss ich Qualität setzen und ich glaube Qualität vor Quantität, weil sonst funktioniert das eben nicht. Du nickst, Marcel, einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Ich glaube aber auch in Bezug auf Datenschutz hat sich jetzt nur in Anführungs- und Schlusszeichen wegen AI auch nicht gar nicht so viel verändert, oder? Ich glaube, vor irgendwie 11, 12 Jahren wurde ja dieser Begriff digitale Transformation erfunden, sage ich mal. Und seither ist natürlich irgendwie Datenschutz in aller Munde. Und ich glaube, was man einfach sieht, ist einfach die Geschwindigkeit, oder? Auch der Datenkonsum dieser neuen Technologien, oder wenn man an diese AI-Modelle denkt, wie die in der Lage sind, unglaubliche Mengen von Daten zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren, oder? Dann ist einfach das erstmal sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite, glaube ich, der wirksamste Mechanismus, um Datenschutz hochzuhalten, ist immer noch beim Mensch anzusiedeln. Also ich glaube, auch mit irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen kann man sehr viel machen, kann aber vor allem intern die Awareness steigern, um eben auch aufzuzeigen, was sind die Chancen. Ich bin immer für eine optimistische Herangehensweise, aber auch was sind die Risiken, oder? Und daher sind in meinen Augen so langweilige Themen wie eben irgendwie GDPR oder Schweizer Datenschutzgesetz implementieren im Unternehmen, finde ich eigentlich nicht ein Hemmnis, sondern eher auch eine Chance, um im Unternehmen diese Skills aufzubauen und die Awareness zu schaffen. Mhm. Aber natürlich, Datenschutz ist elementar wichtig jetzt in den nächsten Jahren. Weiterhin ist für mich nichts Neues jetzt. Mhm. Ja, bevor ich eure Fragen mit aufgreifen möchte, noch eine letzte Frage an dich, Christian. Wir haben gehört, wie wichtig das ist, dass man auch diese Gegebenheiten als Chancen siehst, das hast du nochmals herausgestrichen, Marcel. Was braucht es denn für Führungskompetenzen, um für morgen relevant zu bleiben? Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Technologien wirklich oder das Potenzial dieser Technologien tief zu verstehen. Weil es ist sehr einfach, AI als Wundermittel, sage ich mal, überall reinzubringen oder was in den Hochglanzprospekten steht, in die Strategie zu schreiben, aber ich glaube, erst wenn man die Technologie wirklich selber benutzt hat, erfahren hat und gespürt hat, wo liegt der Killer-Use-Case, das große Potenzial, aber wo sind auch die Grenzen, dann kann man sie wirklich gewinnbringend im Unternehmen nutzen. Also das empfehle ich jeder Führungskraft, wirklich die Channels, die Technologien, die Plattformen auch selber zu erfahren und zu nutzen, um halt ein besseres Verständnis zu haben. Also genauer hinzusehen, um ein besseres Verständnis zu haben, aber auch das selbst zu erleben, was das wirklich einen Impact genau. Am Ende des Tages hat. Ja. Ja, ich schaue in die Runde. Gibt es Fragen? Ich bin sicher, es gibt Fragen aus dem Publikum, die ihr unseren 4 Experten stellen möchtet. Bitte mit Handzeichen anzeigen. Nur keine Scheu. Vielleicht sehe ich es auch einfach nicht. Da hinten ist eine Frage. Haben wir ein Mikrofon? Das wäre perfekt. Ja, hallo. Es war eben schon die Sprache von einem ERP-System installieren, um genau diese Herausforderung zu haben. Gibt es denn schon ERP-Systeme, die das jetzt heute leisten, wo man sagt, da kann man Empfehlungen aussprechen? Das wäre so meine erste Frage.
Ich glaube, das ist eine Frage für dich, Christian. Ja, ist jetzt schwierig. Also ich kann die wahrscheinlich nicht so detailliert beantworten, wie du es gerne hättest. Ich frage mal in die Runde, ob jemand von euch da eine Empfehlung aussprechen kann. Oder vielleicht könnten wir die Frage umformulieren. Was braucht es jetzt konkret beim Auswahlverfahren eines solchen ERP-Systems, damit man eben genau ein ERP hat, das diesen Kriterien gerecht wird? Ich glaube, was sicher entscheidend ist, ist die Geschwindigkeit. Wenn wir eben von einer Preisabfrage oder Bestandsabfrage und sehr, sehr hoher Dynamik sprechen, muss dieses System auch in der Lage sein, mehr oder weniger real-time agieren zu können. Ich glaube, das ist eine fundamentale Grundlage, dass das Ganze auf einem, ich sage es mal, Stream-basierten Konzept aufbaut, also so, dass es kontinuierlich Events, Daten, die reinkommen, verarbeiten kann und laufend einen aktuellen Stand hat. Sonst, wenn wir so in eher klassischen Architekturen denken, wo halt über Nacht Daten verarbeitet werden, werden solche Szenarien nicht möglich sein. Das ist ein Kriterium, aber ich glaube, man müsste im Detail anschauen, was ist das Ziel oder was sind die Bedürfnisse und eine passende Evaluation dann durchführen. Okay, super, vielen Dank schon mal. Und die zweite Frage geht so in die Richtung, was ich glaube, du auch anfangs gezeigt hast, mit dem Personal AI. Das war jetzt quasi ein Szenario in die Zukunft geschaut. Da gibt es, glaube ich, noch kein fertiges Tool, das das schon kann, oder? Wie würdest du voraussagen, was du gesagt hast, es wird zeitnah passieren? Ist jetzt Glaskugel teilweise wahrscheinlich, aber was würdest du sagen, wann gibt es den ersten Anbieter, der uns sowas liefert? Also wir haben den Schweizer Markenkongress bewusst auf diesen Tag geplant. Nein, der ist per Zufall heute 2 Tage nach der Worldwide Developer Conference von Apple, wo sie zu Apple Intelligence vorgestellt haben. Das ist eine neue Plattform, das sind mehrere Tools, die ja lokal auf deinem iPhone ein Large Language Modell betreiben, mit dem sie einen semantischen Index aufbauen, der all deine Daten, deine persönlichen Präferenzen und Details kennt und auf dem Gerät lokal, ohne dass die Daten jemals das Gerät verlassen, in der Lage ist, smarte Vorschläge und Unterstützung zu bieten. Das ist jetzt, ich sage mal, ein bisschen positiv und ohne Risiken formuliert. Da gibt es natürlich Bedenken, Limitationen, die wir klar anschauen müssen, aber das ist sehr real. Das kommt im Herbst mit iOS 18. Etwas Ähnliches ist Microsoft am Bauen mit dem Copilot. Also die Copilot-Plattform gibt es ja jetzt für Windows, die gibt es auch für die ganze Microsoft 365-Umgebung, sodass wir in Zukunft unser Power BI fragen können, wo sehen wir zum Beispiel Veränderungen in den Märkten, wo ist das größte Risiko und können basierend auf dem auch gewisse Aktionen automatisch ausführen lassen. Und so hat jeder große Tech-Hersteller wie Google zum Beispiel an der diesjährigen Google I/O-Konferenz etwas Ähnliches vorgestellt oder Samsung mit Galaxy AI. Also ich glaube, jedes Tech-Ökosystem versucht sich im Moment da zu positionieren. Also ich glaube, dieses Rennen, diese Competition wird uns relativ schnell vorwärts bringen. Frage beantwortet? Sehr gut. Dann haben wir sicherlich noch Zeit für eine zweite, weitere Frage. Der Herr in der Mitte. Hallo. Am Anfang haben wir so ein Beispiel von Voice Commerce gesehen. Das an sich ist ja nicht neu. 2017, 2018, Alexa, Google Assistant. Starbucks hat da einen sehr, sehr prominenten Case gebaut, dass man seinen Starbucks reordern kann. Hat ja nicht so wirklich funktioniert, weil jetzt kann man es ja nicht mehr nutzen, soweit ich weiß. Und ich meine, das war eine Nutzerakzeptanz. Was ist denn jetzt anders? Klar, das integriert sich jetzt ein bisschen besser in mein Leben, es kann auf meinen Kalender zugreifen, aber was ist tatsächlich jetzt anders? Warum soll es jetzt funktionieren? Ich darf vielleicht 2 Aspekte starten, nachher gebe ich das gerne weiter. Ich glaube, das eine sind die Large Language Models, sind deutlich Kontext, oder wie soll ich sagen, die verstehen den Intent des Nutzers deutlich besser als früher. Und das zweite ist, das Beispiel Voice hat halt für die Präsentation sehr gut gepasst. Aber es gibt ganz verschiedene
Arten, wie diese digitalen Assistenten mit uns interagieren können. Die betten sich tief in die Apps ein und es geht in Zukunft viel mehr in eine conversational Interaction, sage ich mal, in einen konversationsbasierten Dialog zwischen der Maschine und dem Mensch. Andi, möchtest du hier noch ergänzen? Ja. Also es ist in der Tat so. In der Regel Innovation, wo kommen, dann sind die ganz frühen Innovatoren irgendwo drin, dann kommen die Early Stages und dann kommt irgendwo die Hauptmasse. Und in der Regel geht jede Innovation zwischen 5 und 8 Jahren, bis eben wirklich die Hauptmasse das irgendwo in der Nutzung eben mitnimmt. Und anhand von dem, jetzt sind wir 2017 irgendwo gewesen, jetzt sind wir im 24, das Thema kommt, wie Christian richtig sagt, immer mehr zum Vorschein. Das ist der eine Teil, wenn wir Voice irgendwo nehmen. Jetzt kommt aber irgendwo das ganze Ökosystem noch viel, viel mehr langfristig zur Geltung. Und Ökosystem in der Form, wir bekommen in den nächsten 3 Jahren, wird der Digital Twin auf den Produkten wird eingeführt. Da gibt es einen neuen Standard, wo GS1 aktuell weitreichend am Implementieren ist und standardisieren ist. Und wenn der kommt, ist jedes Produkt über die ganze Wertschöpfungskette mit allen Informationen vorhanden. Und wenn der Teilbereich kommt, dann muss jeder Händler oder jede Marke sein Produkt so stark digitalisieren, dass ich eben end-to-end die Wertschöpfungskette abbilden kann. Und wenn der Teilbereich kommt, dann kommt eben das neue Ökosystem und das werden irgendwelche Global Tech-Giganten dominieren, weil dann bauen sie das Ökosystem um die Produkte rundum. Ich habe alles auf meinem Smartphone, ich habe alle Bors, Produkte, wo ich einkaufe, sind dann dort implementiert und somit muss ich eigentlich als Händler Schnittstellen dort zur Verfügung stellen. Weil so wie wir vorhin gesehen haben, in Millisekunden bin ich auf einmal gar nicht mehr relevant für einen Kunden, weil die Ware kommt von irgendwo. Wenn man die ganze Wertschöpfungskette eben nimmt, kommt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Quantität, mit dem richtigen Preis, die richtigen Produkte, insbesondere auch zu Leuten. Wir haben vorhin mit dem Kalender gesehen und es ist oft so, dass ich eben auch Personen dann vielleicht in der Runde habe, wo Allergien haben. Und gibt mir sogar Infos, hey, du kannst das Menü mit Nüssen gar nicht machen, weil jemand eine Nussallergie hat. Und natürlich, da muss ich Verknüpfung machen, das funktioniert nicht von 1 zu 1, aber umso smarter mein Leben gestaltet werden kann, umso smarter werde ich das auch nutzen. Und das sind heute vielleicht irgendwelche visionären Vorstellungen, aber das wird eines Tages Realität und dann werden wir zurückblicken im 2014, ja, oder 2024, ja, die haben das auf der Bühne schon mal diskutiert. Die Frage ist soweit beantwortet? Super. Ja, vielen Dank. Wir kommen schon zum Ende dieses Panels. Bevor dass wir hier schließen, würde ich gerne noch von euch jeweils ein Statement bekommen. Was ist denn der nächste Step? Was ist die Key Message, die ihr vermitteln würdet den Unternehmen und Marken, um eben auch morgen noch relevant zu sein? Starten wir doch gerne bei dir, Marcel. Also ich würde sagen, close the gap. Ich glaube, was ich feststelle, ist, dass Technologien wie AI extrem unterschätzt sind. Und in vielen Firmen, in vielen Geschäftsleitungen. Und ich glaube, es gibt hier eine sehr große Diskrepanz zwischen, was ist technisch tatsächlich heute schon machbar und der Akzeptanz im Unternehmen, dass man hier diese Möglichkeiten auch anerkennt und so ein Umfeld schafft, mit Ausprobieren und Experimentieren zu starten. Und ich hatte jetzt in den letzten paar Monaten oder spätestens seit ChatGPT der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, ich glaube, das war Ende 22 oder so irgendwas, ja. Hatte ich ein paar Wow-Erlebnisse eigentlich mit jeder Version, die wieder kommt. Und ich glaube, diese Wow-Erlebnisse braucht man auch, um eben den Nutzen irgendwie sehen zu können. Ich habe aber manchmal das Gefühl, auch bei uns intern, dass das noch nicht bei allen angekommen ist und diese Technologien immer noch etwas verdrängt oder sogar belächelt werden. Selbsterfahrung ist das Schlüsselwort, oder kann man so sagen, um zu merken, was der Impact ist. Ja. Vielen Dank, Marcel. Dann gebe ich gerne weiter an Andi.
Ich glaube, da knüpfe ich eigentlich gerade an, dass wo ein wichtiges Credo ist, Lifelong Learning und eben wirklich Leben und Erkennen in dem Sinn, also sprich Build, Measure, Learn. Und wenn man auf dem irgendwo aufbaut, merkt man, hey, da hat es noch viel Potenzial, aber auch Lernpotenzial eben. Und da ist jeder von uns gefordert. Und das Wichtigste, auch wenn wir im Kontext wieder Handel nehmen, der datengetriebene Handel ist heute und morgen wichtig. Und auf dem muss man kontinuierlich aufbauen, um sich langfristig und nachhaltig entwickeln zu können. Dranbleiben, kann man so sagen. Genau. Vielen Dank. Dann gerne, Markus. Mein Plädoyer ist eigentlich relativ simpel und das heißt Mut. Ich habe den Eindruck, wenn ich mit Entscheidern spreche, vor allem auch von Brands oder auch im Commerce-Bereich, dass Mut wahrscheinlich mitunter eines der wichtigsten oder eine der wichtigsten Zutaten werden wird. Warum Mut? Ich glaube, dass systemisches Test und Learn massiv an Bedeutung gewinnen wird. Das ist zu implementieren. Seid mutig, das wirklich zu tun. Reserviert euch dafür Kapazität, Budget und verankert das auch in eurer Unternehmensstrategie, dass wir eben nur mit Test und Learn vorwärts kommen und so einfach auch diese Lernschlaufe akzelerieren können. Denn das wird in meinen Augen extrem entscheidend sein jetzt für die nächste Zeit. Ressourcen bereithalten, um mutig vorangehen zu können. Dann gerne Christian für den Abschluss. Meine Botschaft ist, startet früh, steigt früh mit dem Trend ein, wachst mit dem Trend und bleibt dran, denn der Gap wird nur größer. Und je früher wir einsteigen und jetzt, wo noch viele auch AI-Technologie noch nicht integriert haben in ihre Prozesse, ist die Schwelle noch relativ niedrig und man kann relativ schnell einen ersten Gewinn rausholen und man kann daraus lernen und dann mit dem Trend wachsen. Mit dem Trend wachsen, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich unseren vier Experten, aber auch euch in die Runde für die spannenden Fragen. Einen großen Applaus für Marcel Hertlein, Andi Baldauf, Markus Bettler und Christian Moser.